Hallo Leute, es geht weiter mit Fearful Tales, Hänsel und Gretel. Ja, wir sind zuletzt beim Schloss der Königin hier angekommen, haben jetzt hier das Einhorn rausgeholt und haben ein Wimmelbild, was wir machen können. Und das tun wir natürlich jetzt auch direkt mal. Hier sind natürlich ganz viele Süßigkeiten jetzt im Hexenhaus von Hänsel und Gretel und... Quatsch, nicht von... Also von der Geschichte Hänsel und Gretel, aber ihr wisst, was ich meine, ne? Wir wissen ja gar nicht, ob die Hexe hier die beiden hat, aber ich nehme es mal an. Und es gehört ja nicht alles Hänsel und Gretel. Wobei, in der Geschichte durften sie ja alles essen. Es gehörte ihnen ja dann in dem Sinne schon alles. Wenn sie es, ne, essen, werden sie fett. Und dann können sie gegessen werden von der Hexe, was ziemlich eklig ist. Nun ja, fangen wir an. Hier ist die Butter. Dann suche ich noch ein Tablett. Ein Tablett. Himbeeren, Zimtstangen. Wie unterscheidet sich eine Zuckerstange von einer Zimt? Achso, das sind die normalen Zimtstangen, die man auch zum Kochen verwendet. Okay, ich wollte gerade sagen, ich dachte, das wäre jetzt so eine Zuckerstange nur mit Zimt. Gibt's aber gar nicht, oder? Es gibt gar keine solche Zimtstangen. Naja. Ich habe etwas Neues an Naschen erfunden. Löffel. Beutel. Dann eine blaue Zuckerstange. Ja, die hatte ich jetzt schon. Dann eine Quitte. Sehen aber fast genauso aus wie Birnen. Wo hab ich sie denn? Da. Eine Gabel. Ja, so, jetzt kommt die Pralinenschachtel. Jemand hat ein paar Pralinen entwendet. Hier. Sie sind wieder vereint. Wenn schon entwenden, dann auch essen, oder? So, und was kommt jetzt hier auf das Sahnehäubchen? Natürlich, noch mehr Sahne. Ja. So, dann ein Lutscher. Lutscher. Genau da. Und der Rest ist hier. Jetzt ist er wieder heile. Alles Paletti. Ich habe einen Beutel. Und ich habe Striegelzeug, damit striegel ich das Einhorn. Und bekomme jetzt diesen Einhornstaubkram. Habe ich den jetzt automatisch? Der Striegel ist ja schon weg, also habe ich das jetzt schon? Ja, also ich kann mit dem Einhorn nichts mehr machen. Was ist das? Mit etwas langem käme ich heran. Dann nimm doch hier den Bootshaken. Und was ploppt da jetzt runter? Fuchsmarke, Bärenmarke. Ach so, wir sammeln die jetzt alle. Mit dem Magneten vielleicht hier? Ja. Aber sie meinte doch, muss ja keine Nadel sein. Aber anscheinend doch was Metallisches. Heckenschere nämlich. Dann nehme ich mal an, war es das hier gerade? Kinder retten uns zwar schnell. Mit ein wenig Hilfe könnten die Sonnenstrahlen etwas schmelzen. Aha. Hier, mit der Lupe. Doch, das muss gehen. Und dann machen wir so, ne? Ihr wisst schon, Hitze und so. Ja gut, aber... Wenn das nicht geht... Ja, es liegt ja auch nichts da, aber was soll ich denn schmelzen? Keine Ahnung, aber ich bin mir sicher, mit der Lupe wird das gehen. Wir brauchen nur erstmal, oh, überhaupt was, was wir da hinlegen können zum Schmelzen. Schokolade oder so vielleicht. Unsichtbarkeitsumhang. Na Mensch. Kannst du glauben, dass dieser schöne Hof einer Hexe gehört? Ja, das haben wir auch schon. Brauchst du noch eine Unterhose? Oder einen guten BH? Nein. Ich brauche eine Schere. Die haben wir hier. Genau. Hier ein Schokoladenbusch, den man abschneiden muss. Sowas muss es ja auch mal geben. Ich glaube, da würde es sehr viele Leute geben, die Gärtner werden. Schokoladenbedeckte Marke. Ach so, die werden wir jetzt, glaube ich, schmelzen. Dann kommen wir nämlich an die Marke. Jawohl. Und jetzt die Lupe. Mein Trick? Ja.
Das ist dann die Eichhörnchenmarke. Okay. Wo muss ich die Marken nochmal alle hinbringen? Hier bestimmt? Nee, oder? Ich muss sie ja irgendwie ablenken. Kann man die, also ich glaube, wir müssen die Marken hier beim Schloss einsetzen. Aber erstmal müssen die, wenn er doch nur einschlafen würde. Einschlafen? Was ist denn mit dem Beutel hier eigentlich? Kapiere ich nicht. Dann muss da drinnen ja doch noch was sein. Oder? Oder wie? Der Junge hatte recht, es ist mit Schlafstaub bedeckt. Ja. Der ganze Staub ist runtergefallen. Jetzt habe ich das nämlich erst. Ich wollte gerade sagen, ich habe das von geriegelt, das Einhorn. Das hat mich auch irritiert. Habe ich nicht ordentlich geguckt. So Schlafstaub. So können wir natürlich jetzt die einschläfern. Eins noch. Also ein Lebkuchenmann noch. Okay, gut. Und? Jawohl. Super. Ich finde, wir kommen ganz gut voran. Ich muss die Ringe drehen, um das Bild wiederherzustellen. Okay, dann machen wir das mal. Kann ich den inneren auch? Nee, den inneren kann ich gar nicht drehen. Das vereinfacht das natürlich ein bisschen, finde ich. Könnte passen, aber nicht so wirklich. Passt der? Nein. Auch nicht. Der? Bisschen schief, ne? So an einer Stelle sind die beiden, ich orientiere mich immer an dem hier und dem hier gerade. So richtig passen, finde ich, tut's noch nicht. Der passt am besten. Und da piept's auch direkt. Ach nee, die drehen sich ja alle jetzt mit. Das ist ja doof. Kriege ich aber hin. So, der Äußeren dreht die anderen nämlich nicht. Aber den ganz Äußeren haben wir auch noch. Das ist blöd. Oh Mann, es zerstört alles wieder. Voll schwierig. Ja, so ist eigentlich toll. Fehlt nur noch der äußere Ring und der zerstört immer alles wieder. Der scheiß äußere Ring. Das passt ja auch nicht, was ich hier mache. Passt mit dem. Das passt mit dem hier ja gar nicht. Aber der passt mit dem auch nicht. Komisch. Also mit dem muss ich eigentlich die Spitze hinkriegen. Erstmal, also die äußere Spitze will ich erstmal eigentlich hinbekommen. Weiß aber gerade nicht, wie das aussehen soll. Sieht auch irgendwie nicht richtig aus. So.
muss es sein. Das muss man doch hinbekommen. Vielleicht muss ich nur ein bisschen länger drehen. Passt das? Nee, das passt auch nicht. Das passt. So. So, und jetzt eigentlich nur noch der letzte blaue. Scheiße, und jetzt mache ich es wieder kaputt. Ist so doof. Also kann ich wenigstens mal gucken, welcher passt überhaupt von diesen letzten kleinen blauen, weil ich das nämlich nicht erkennen kann sonst. Die anderen müssen halt auch stehen. Also der vorletzte Ring muss auch bleiben. So muss es sein. So muss der blaue sein. Am besten lasse ich den äußeren Ring jetzt auch mal. Und passe den dann nochmal an. Vielleicht geht das ja. Schaffe ich das vielleicht? Irgendwie schon ein bisschen blöd. Vor allem, ja, kriege ich es einfach nicht hin. Welchen kann ich denn drehen, damit der Innerste sich nochmal mitdreht? Ja, der, toll. Und der dreht den. Aber den will ich halt lassen, weil es voll schwer ist sonst, ihn wieder hinzugebacken kriegen. Macht das einen Unterschied, ob ich den drehe oder den Inneren? Bestimmt nicht, oder? Das kann ja auch nichts werden. Geht einfach nicht. Ich muss einen der äußeren nehmen. Ja. Das geht nicht anders. So, jetzt muss ich den äußeren wieder verändern. Das ist total lustig. Klappt gar nicht. Ja, soweit schaffe ich es immer. Und dann stimmt der Äußere nicht. Ich hatte bei Shivas Tochter, weiß ich auch noch, und bestimmt auch bei diversen Wimmelbildspielen wie bei mir, da weiß ich natürlich, dass man erst den einen Ring drehen muss und der andere geht zwar in völlig entgegengesetzte Richtung, aber wenn man dann den anderen dreht, der den Äußersten dreht, dann dreht er sich wieder automatisch dahin, wo er hin soll. Aber ich finde das so schwierig hier bei diesem Bild. Ah ja, jetzt hat der sich wieder... Mann. Ich finde das so schwierig bei dem Bild, weil ich das so schwer erkennen kann. Also ich kann so schwer im Voraus mir jetzt raten, auch wenn ich den Ring jetzt so drehe, dann dreht sich der andere schon wieder an die richtige Stelle zurück, weil das, die Spitzen und das passt alles immer doch nicht. Und ich muss tatsächlich die ganze Zeit ausprobieren, um überhaupt zu sehen, wie es nochmal liegen soll. Also es verwirrt mich sehr. Mit diesen Blättern. Man muss es halt eigentlich in die entgegengesetzte Richtung machen, damit der sich dann zack so richtig hindreht. Aber ich finde das voll schwer. Ich glaube auch, dass man die inneren zuerst machen soll, aber trotzdem.
Also die beiden sind die schwierigsten, weil die miteinander zusammenhängen. Und hier müsste ich jetzt eigentlich nur raten, wie die Spitze zu liegen hat. Und das finde ich alleine schon halt total blöd. Weil ich das jetzt auswendig nicht kann, wenn der hier nicht richtig liegt. Das ist das Blöde. Ich muss da echt immer gucken. Und alleine der weiß ich auch schon nicht, wie er richtig zu liegen hat, wenn die nicht richtig sind. Das ist alles so... ich mache jetzt mal auf Lösen. Keine Lust mehr. Entschuldigung. Toll. Tut mir leid. Aber so kommen wir wenigstens weiter. Weil sonst mache ich das jetzt hier 1000 Minuten. Ich hätte jetzt auch einen Cut machen können, aber... Ja, und mit viel Geduld kriege ich das bestimmt auch hin, ne? Aber wir wollen ja nicht den ganzen Part hier nur diese Schieberätsel machen. Ist ja auch langweilig. Die Luft hier riecht süß. Das sieht auch voll schön aus, finde ich. Der Zapfhahn fehlt. Was steht eigentlich im Buch? Da haben wir schon so lange nicht reingeguckt. Aufgaben. Oder Tagebuch. Aufgaben. Abgeschlossene Aufgaben. Man kann aber auch irgendwie gar nicht zurückblättern. Maver besitzt ein echtes Einhorn. Ich habe gehört, dass diese Wesen mit magischem Staub bedeckt sind, der wie ein Schlafmittel wirkt. Es scheint eine Art Schutzmechanismus zu sein. Der Schlafstaub könnte sich als nützlich erweisen. Haben wir ja schon. Also stehen da keine interessanten Sachen noch drin. Ist das der Zapfhahn? Zuckerglasur. Moment, was ist da? Zu hoch, um heranzukommen. Vielleicht damit oder so? Oder hier mit dem Bootshaken wieder. Wimmeln. Oh ja, hör auf zu piepen jetzt. Du hast schon dreimal gepiept jetzt. Ist gut. Grünes Bonbon. Flasche und Fächer. Es ruckelt jetzt aber auch mehr. Hat das Ruckeln irgendwas mit dem Piepen im Zusammenhang? Ich kapiere das ja immer noch nicht. Kugel, zwei Stück. Bauer. Bestimmt so eine Schachfigur, Baufigur, genau. Kegel. Hier ist ein Kegel. Nee. Sagt man doch auch manchmal zu Würfeln. Aber gut, das ist jetzt hier auch eher so eine Domino-Dings. Hier wäre auch noch ein Bauer gewesen. Ja. Dann noch ein Schuh. Stecknadel, drei Stück. Hier sind doch drei schon, also fast drei. Zwei sind da schon. Ach nee. Ist das eine Stecknadel? Ich verwechsel die manchmal auch. Hier ist eine Stecknadel auf jeden Fall. Ja, nimm sie doch endlich. Das ist eine Nadel. Das ist eine Sicherheitsklammer, ne? Hier kann man gut Tic-Tac-Toe spielen. Tatsächlich. Hier habe ich einen Ring. Was soll ich damit machen? Ohrring? Nee. Handschuh, Tic-Tac-Toe, Geschenk. Oh, es reicht jetzt mit dem Piepen. Hier, Geschenk. Tic-Tac-Toe. Ja, ich weiß, aber... Brauche irgendwie ein Stück Kreide. Hier. Wunderbar. Handschuh. Handschuh. Tja. Weiß auch nicht. Kegel, dann vielleicht der Ohrring. Ist das einfacher? Hier ist noch eine Stecknadel. Sollen wir auch noch alle drei finden? Ich habe bisher nur zwei. Eine fehlt mir noch. Da ist die dritte. Immerhin. Aber wo ist der Ohrring? Ist das ein Ohrring? Hier oben irgendwie versteckt. Die Libelle. Was ist das hier? Oh. Ohrring. Alles klar. Handschuh. Auch gleich. Fehlt nur noch der Kegel. Ja. Kegel. Such mal für mich. Ach so.
Ach, so ein Kegel. Ja, so ein Kegel gibt's natürlich auch. Ein Kegel zum Kegeln, na klar. Ja. Eingangstür des Schlosses. Hier waren wir auch noch nicht. Ich muss irgendwie die Bonbons an dem Schloss befestigen. Ja, aber ich, ja. Bonbons, ich habe ja auch erst einen. Oh, hier, guck mal. Mommy, Mommy, please take us home. Hallo, Mensch Hänsel. That strange lady is here, so be careful. She can be mean. Okay. We're okay. Just kind of sick from all this candy. Here, I hid this from her. It might help you. We really want to go home. We miss you. Oh, der Junge sieht doch genauso aus wie der andere. Zapfahren. Wo ist Gretel? Ist die auf der anderen Seite? Gretel! Gretel! Nein, aber dafür haben wir hier ein braunes Bonbon noch und einen Zauberspruch. Ja, Mensch, wir haben Hänsel gefunden. Das ist ja schon mal was. Wir kriegen dann erstmal ein paar Wochen Süßigkeitenverbot. Und noch ein Bonbon. Blaues Bonbon. Grünes Bonbon. Ich weiß nicht, wie viele Bonbons wir brauchen. Die Luft hier riecht süß, ja. Gut. Dann würde ich sagen, retten wir die Kinder doch mal im nächsten Part hier von Hänsel und Gretel. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich freue mich aufs Finale. Bis dann.